vor Horncryern geflohen und von Tjade gerettet, sind wir hier zurück im großen Abenteuer der 20. Folge mittlerweile von Made in Abyss, meine liebsten Leute. Wir haben eine unerforschte, ja, Gebietskette hier entdeckt, muss man schon sagen. Es sind mehrere Gebiete aneinander gehängt, wo noch nie jemand war. Und wir müssen hier wieder rauskommen. Und zwar mit letzter Kraft, denn wir schwitzen ordentlich. Ich glaube, der Aufstieg könnte die Lösung sein, aber das müssen wir erstmal machen. Hier geht es nämlich ziemlich hoch her. Ich hoffe, ihr habt viel Kraft und Ausdauer mitgebracht, denn die brauchen wir jetzt, um hier hochzukommen. Aber Levelaufstieg sei Dank, können wir auch ein bisschen mehr aushalten. Oh, diese Dinger. Das ist absolute Böse. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ich versuche krampfhaft nicht zu viel einzusammeln, weil wir ja gleich wieder Übergepäck haben und sonst auch nicht weiß, wie wir weiterkommen sollen. Lästige Gegner. Können wir hier weiter? Tjade, komm, guck doch mal hier. So, die Nacht bricht ein und wir konnten immer noch keinen Ausgang finden. Ich denke, wir sollten hier ein Camp für die Nacht aufschlagen. Also willst du auch mit mir ein bisschen von dem Essen hier zum Abend essen und nochmal dann abwechseln, dass wir natürlich Wache halten und auch letztlich ein bisschen schlafen, ne? Also Hand in Hand unterstützen wir uns und haben nun einen Weg hier rausgefunden und wir steigen natürlich auch an den Erfahrungen und wachsen. Ich kann es echt noch gar nicht glauben. Ich bin wirklich dabei, Höhlen hier im Abgrund zu erforschen. Das ist mit sich selbst geredet, denn wir haben geschlafen. Verdammt nochmal. Ich habe nichts dazu getan, zu diesem kleinen Monolog. Du bist schon wieder wach? Ich denke, es ist noch zu früh, dass wir den Wachposten wechseln, ja, dass du hier übernimmst. Ich verstehe. Scheint schwierig zu sein, in solch einer Situation zu schlafen. Nach all dem, was du schon erlebt hast, willst du immer noch auf dem Pfad des Höhlenforschers weiterreisen? Aber warum? Ich möchte ein White Whistle werden, das passt irgendwie nicht rauf, wahrscheinlich japanischer Text kürzer. Ich möchte, ja, wahrscheinlich am Grund ankommen. Ich will White Whistle sein. Du willst zu White Whistle werden? Heißt das also, du willst zum Grund und Boden des Abgrundes voranschreiten? Ich verstehe. Obgleich du erst ein Red Whistle bist, hast du solch große Ambitionen und Träume. Ich wusste gar nicht, du bist wirklich wie dieses Mädchen namens Riko. Ja, genau, die Riko, die auch von Dorothea angehimmelt wird. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie einst auch in dem Waisenhaus gelebt hat, wo wir nun leben. Aber sie ist gemeinsam mit einem Partner ja, direkt aufgebrochen, um den Grund des Abgrundes letztlich zu erreichen. Doch Riko hat Ort verlassen, kurz bevor wir im Waisenhaus angekommen sind. Leider habe ich sie auch nicht getroffen. Ich habe es noch niemandem zuvor erzählt, aber ich habe das gleiche Ziel wie du. Ich will auch zu White Whistle werden und zu den tiefsten Tiefen des Abgrunds aufbrechen. Das ist mein Wunsch. Gut zu wissen, Tjade. Guten Morgen. Ich habe mir schon Gedanken über den Plan gemacht, wie wir jetzt weitermachen.
Dann erzähl mal. Also wir sind nach der Nacht noch nicht zurückgekehrt und so werden wir als vermisst wahrscheinlich betrachtet. Doch unser Anführer weiß, dass wir hier an diesem Gebiet ja reisen wollten und das im Hinterkopf. Haben wir gute Chancen, dass ein Suchtrupp aufgebrochen ist, um uns zu finden. So, wie wär's, wenn wir so lange, bis die ankommen, hier zusammenarbeiten und versuchen zu überleben? Alles klar, dann lasst uns doch zusammenarbeiten und hoffen, dass wir bald gefunden werden. So, einen anderen Ausgang finden. Ist der nicht gut genug hier? Ach nee, das ist kein Ausgang, das ist ein Felsen. Ah, die schwingt aber gut hier das Messer, ne? Ich glaube, wir müssen weiter runter. Boah! So viel zu... ja, wir müssen weiter runter. So kommt man auch runter, aber nicht so effektiv, wie es eigentlich sein sollte. Ich hoffe, dass Tiale gespeichert hat in der Nacht für uns. Sonst müssen wir nochmal mit ihr ein Camp errichten. Das will ich nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn wir jetzt hier unbescholten nochmal runterkommen. Gleich. Meine Güte, diese Mentor sind auch mega lästig. Vermaledeit. Ja gut, ich hab's ja beschworen. Ich habe ja gesagt, ich will runter. Nochmal. Alles klar. Ich mach das bewusst so, um nicht noch mehr Seile zu verbrauchen. Oh Gott. Da ist wieder so ein ekliger Nachtflügler. Lass uns bloß abhauen, Tiade, bevor wir wieder von irgendwas angegriffen werden. Ich vermute mal, dass wir hier runter müssen, ne? Ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass es uns tiefer in die Höhlen hineinführen wird. Man kann es ein bisschen schwierig auf der Karte erkennen. Aber mit einem Kollegen hier weiterzumachen, ist schon echt sinnvoller. Mach's auch mal weiter. Ohne Seil. Oh Gott, da schon wieder so ein Drecksding. Mann! Kann man denn nicht einmal dieses Ding auch töten? Ich verstehe es nicht. Ich dachte schon, meine Gier wird mir hier zum Verhängnis. Tiade, komm ganz schnell. Bitte, lass uns hier verschwinden. Ich kann nicht mehr. Hier vielleicht ist ein Ausgang. So, es ist schon, die Nacht bricht vom zweiten Tag an. Ich denke nicht, dass sie nachts weitersuchen werden. Also lass uns hoffen, dass sie uns morgen retten. Also dann lass uns doch das Camp für heute Nacht aufschlagen. Boah! Okay. Es gibt natürlich Erfahrungspunkte. Es lohnt sich. Es lohnt sich zu überleben. Ey, du siehst immer aus, als würdest du es wirklich genießen hier, die Höhlen zu erforschen. Fühlst du dich eigentlich irgendwie anders, selbst in solch einer Situation dabei? Nicht? Immer noch die gleichen Gedanken? Ich denke, man kann deinen Traum echt nicht so leicht aufhalten, ne? Und du scheinst auch von dem Charme, dem Reiz des Abgrundes angezogen zu werden, nicht wahr? Wie die Motten. Die wir ja anziehen die ganze Zeit. Nun, da bin ich ein bisschen anders als du. Auch wenn wir fleißig hier am Höhlendurchforschen sind, fühlt es sich für mich immer noch wie ein Traum an. Für mich fühlt sich an, als könnte ich jede Sekunde aufwachen und mich in meinem Bett wiederfinden. Also, dass es nur ein Traum war. Das ist es, worüber ich mir Sorgen mache. Das ist komisch, nicht wahr?
Ach, Tiare. Und Tiare? Magst du es? Wer ist das? Wie das? Nee, bestimmt nicht, oder? Ja, es ist wunderbar. Es steht ja super. Du wirst eins mit dem Abgrund sein und eine ganz neue Geschichte gründen und schaffen. Oh oh, was sagt er da? Ich sehe den ganzen Weg, der vor dir liegt. Ich sehe deine Geschichte sozusagen. Und ja, bis zu dem Moment, wo du deinen letzten Atemzug tätigen wirst. Was war das für eine Stimme? Ah. Oh. Oh. Sorry, alles ist okay. Ich habe scheinbar einen Albtraum gehabt. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern, aber ich denke, es war irgendwas aus der Vergangenheit. Alles klar, wir sollten den Kopf oben halten und hoffen, dass der Suchtrupp uns findet. So, und wir sollen jetzt Manteuer erledigen. Das haben wir doch in der Vergangenheit schon zu Genüge getan. Und dann auch was Leckeres zu essen machen. Manteuer wachsen doch bestimmt hier irgendwo, ne? Da, guck mal, da ist doch schon einer. Da, Schwanzfleisch. Das ist genau das, was wir wollen. Guck mal, die werden auch ganz schnell... Die faulen ganz schnell. So. Das ist doch was. Hier, zwei Stück für jeden ein Schwänzchen. So. Tiane? Willst du ein bisschen? Oh, guck mal! Oh! Haben wir hier schon mal geguckt gehabt? Sagt ein altes, bekanntes Gesicht. Hey, ist da wer? Was, eine Black Whistle? Ja, richtig, ich bin Habo. Ich wurde gefragt, ob ich nach den verschwundenen Kindern suchen kann. Seid ihr die Einzigen hier? Nein. Achso, er sieht uns nicht. Also bist du die Einzige hier? Nee, da ist noch jemand. Ah, super. Ihr seid beide in Sicherheit. Alles klar, dann folgt mir. Ich zeige euch den Weg zurück. Was geschafft, oder wie? Hier oben sind wir. So, von hier aus solltet ihr wieder zurückkehren können. Ja? Schafft ihr das? Ja, das schaffen wir. Dann macht euch mal auf den Weg und kehrt schnell zurück zum Waisenhaus, ja? Sie machen schon wirklich große Sorgen um euch. Besonders Nat und Shigi und natürlich auch Jiro. Weil Jiro ist auch ziemlich böse, muss ich sagen. Oh. Jedenfalls, schnell mit euch auf den Weg nach Hause und dann... schafft die Sorgen der anderen auf den Weg letztlich, ja? Und verliert euch bitte nicht. Also, verirrt euch nicht auf dem Weg zurück. Sieht aus, als könnten wir jetzt wieder die Heimfahrt antreten. Hey. Ich bin glücklich, dass wir zusammen vom Weg abgekommen sind und verirrt haben. Das heißt, ich konnte dich ein bisschen besser kennenlernen. Und es macht mich sehr glücklich, dass ich entdeckt habe, dass ich einen Freund habe, der auch plant, zur White Whistle zu werden. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber lass uns bitte unser Bestes zusammengeben. Wie schön! Wie schön, jetzt müssen wir nur unser Bestes geben, hier auch wieder rauszukommen, denn wir sind ziemlich weit unten, ne? Das wird knifflig, denke ich. Ziemlich knifflig. Ach, okay. Ja, es wird gar nicht knifflig, es war ziemlich leicht. Nein, wir haben es geschafft, sehr gut. Jiro, sprich mit uns. Ah, ich verstehe. Ihr habt solch einen Teil also getroffen. Aber auf Basis deiner Erfahrung ist klar, habt ihr keine Chance gehabt.
Wir konnten ganz knapp wegrennen, aber wir sind in ein unerforschtes Gebiet gefallen und konnten nicht mehr herauskommen. Verstanden. Ich weiß Bescheid. Also jetzt ruht euch erstmal für den Rest des Tages aus. Ja. Ihr habt Extremerfahrung hier machen müssen und ja, ein extremes Erlebnis überlebt. Das hat euch natürlich auch weitergebracht. Ich werde euch eine Weile lang keine Mission mehr auferlegen, also nutzt die freie Zeit und ja, genießt die Zeit. Geht so oft auf Forschungstour, wie ihr wollt. Allerdings werde ich nicht zulassen und erlauben, dass ihr Handlungen vollzieht, die eure Fähigkeiten ja, überschreiten. Verstanden? Ja, wir waren ja schon im zweiten Layer. Ja, verstanden, Anführer. Ich werd euch beobachten. Und wenn ich entschieden habe, dass ihr bereit seid, dann werde ich euch eine neue Mission geben. Okay, wir sind ja leveltechnisch schon ganz gut weiter aufgestiegen, haben auch recht viel Geld wieder gekriegt, das ist schön. Und so können wir uns jetzt weiter kennenlernen. Ah, was für eine Erleichterung! Boah, ich hab echt Sorgen gemacht, dass auch wenn wir zurückgekommen sind, dass wir hier nackig aufgehängt werden. Aber der Grund, dass wir zurückgekommen sind, uns geschafft haben, war, weil wir zusammen waren. Also lass uns auch zu zweit weiter den Weg beschreiten, zu White Whistle zu werden. Verstanden? Das ist ein Versprechen zwischen uns beiden, ja? Ja. Selbstverständlich verspreche ich das. Danke, ich werde dieses Versprechen... Ja, es wird etwas sein, das ich niemals vergessen werde. Also dann, gute Nacht. Wie schön, die Verbindung zur Tiade gestärkt. Wow, was für eine Überraschung, du bist wach und läufst schon wieder, was ist los? Hey Tiade, ich habe einen Vorschlag für dich. Möchtest du nicht den Abgrund hinabsteigen? Wenn du das machst, dann kannst du zur Höhlenforscherin werden. Und ja, du kannst alles daran setzen, zur White Whistle zu werden. Deine Geschichte wird voranschreiten. Und ich sehne mich danach, deine Geschichte bis zum Ende zu begleiten. Wessen Stimme war das? Das ist ja schon irgendwie unheimlich, oder? So, wir können jetzt mal ganz kurz erstmal ins Crafting-Menü gehen und schauen, ob wir da noch irgendwas machen können wie das hier. Ja. Seile nicht, da müssen wir mal ein paar kaufen vielleicht. Wir müssen auch mal lernen, dass wir hier auch ein paar neue Rezepte machen können. Pickaxe würde ich vielleicht auch... Na, wobei zwei haben wir noch. Messer weiß ich nicht. Kleidungsstück können wir noch nicht basteln. Skills können wir jetzt auch durch den Levelanstieg machen. Ich überlege gerade nur, wohin wir gehen. Essen und trinken, während wir an der Wand kleiden, ist, glaube ich, relativ wichtig. Zack. Und vielleicht bei dem Crafting mal was lernen. Größe der Box erhöhen nicht. Vielleicht hier 1-Stern-Item-Rezepte freischalten. Dann können wir auch neue Sachen craften. Und ich denke, das ist schon viel wert. Das sollten wir dann machen. Items, seht euch das mal an. Das ist doch schon mal was Gutes. Ne? Da kann man dann nicht dann Kugeln machen, Pfeile und uns da auch entsprechend dann vorantreiben mit den Gegenständen. Explosionspfeile und sowas kann man dann machen. Und hier Antidotes, Paralyseheilmittel und auch eine Angel können wir basteln. Rauchsignale, um Gegner wegzutreiben. Und hier Schüsse. Und jetzt auch, perfekt, eine andere Spitzhacke. Kleines Messerlein. Und hier eine Waffe. Dafür brauchen wir Exoskelett-Teilchen von den Insekten, die wir in der zweiten Ebene finden. Und hier aus Knochen und
der Dornenpflanze können wir Pfeil und Bogen machen. Und Kleidung können wir jetzt auch zusammen kleistern. Wenn wir hier die entsprechenden anderen Kleidungsstücke haben, können wir die umändern. Oder die Farben ändern zumindest. Orange, dunkel und so unseren Look vielleicht auch ein bisschen anpassen. Auch nicht schlecht. Wie ich die schon sehe. Charaktere, was haben wir denn hier jetzt neu? Ich weiß nicht, ach. Onkel Habrok. Bekannt als Onkel Habo. Und ja, das ist natürlich, die haben wir ja schon kennengelernt. Er ist ein Black Whistle, ne? Das muss ich mal, ich dachte, er wäre eine Moon Whistle, aber er ist ein Black Whistle. Und das ist jemand, der entsprechend auch sehr offen ist und sich auch für Leute sorgt. Das haben wir auch kennengelernt. Und entsprechend haben die aus dem Weißen auch sehr großen Respekt ihm gegenüber. Er ist zwar groß gebaut, und aber nichtsdestotrotz sehr agil, wenn er am Höhlenforschen ist. Relikte haben wir jetzt hier auch verschiedene Sonnensphären. Und hier diverse Dinge. Wenn ihr euch interessiert für die Texte, die dahinter stehen, dann schreibt mir das mal. Dann kann man auch mal hier und da mal ein bisschen was verlesen. Ich will jetzt nicht große Leseaktion machen, dass ich jetzt jedes Gegenständlein einzeln hier angucke. Das wird zu lange dauern. Aber ab und zu mal so einen Eintrag lesen, wie jetzt bei den Mentoren zum Beispiel. Das kann man mal machen. So, das haben wir eigentlich alles gemacht. Freie Quests haben wir jetzt aus der Gilde, was aber noch nichts abgeschlossen. Müssen wir mal hier einen blauen Hut machen und Dämonenfisch-Miso-Suppe. Na super, das können wir alles nochmal hinkriegen. Wartet mal kurz, noch einmal. Wir sind relativ schwer beladen. Ich sollte vielleicht dann nochmal was wegpacken. In der Hoffnung, dass es nicht abstürzt. Das ist natürlich ganz wichtig. Ah, die Relikte, die können wir verkaufen. Alles klar, dann haben wir ja schon wieder ein bisschen das Gewicht reduziert. Achso, wir sollen ein bisschen Zeit verbringen, indem wir Relikte suchen in der ersten Ebene, so ein bisschen rumeiern. Das können wir ganz gut, das haben wir ja schon oft gemacht. Gibt es vielleicht noch was anderes, was wir machen können zwischendrin? Wäre auch nicht schlecht, ne? Erstmal hier zur Karawanenflotte, vielleicht will sie was zu essen haben, ne? Ich brauche deine Hilfe. Ich möchte was essen hier, aber nicht schon Touristenzeug. Hast du irgendwas Leckeres? Ich will dir was beibringen. Und zwar mal wieder hier das Schwanzfleisch, das ist das ganz Besonderes wieder. Ah, okay. Das scheinen nur Höhlenforscher zu essen. Danke für das Essen. Nicht viel, aber hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Blaues Gegengift. Und jetzt wollen wir nochmal die Relikte hier schätzen lassen. Was möchtest du? Alles verkaufen. Beziehungsweise hier richtig schön Kohle machen, ne? Guck mal, ein Levelanstieg auch noch. Wahnsinn, das hat sich schon echt gelohnt, ne? Komm wieder, zeig dich wieder. Ich gehe nochmal zum Supply Shop. Ich brauche, auch wenn es teuer ist, Seile. Drei habe ich. Wobei, die sind. Ach, die werden auch aufgefüllt. Eins kaufe ich dann noch, ne? Wenn wir die ja wieder haben, dann geht das. Ich frage mich gerade, sind die besser als die, die wir haben? Pfeil und Bogen können wir auch mal testen. Müssen wir natürlich auch ein paar Pfeile holen. 10 nehmen wir mal. Das kleine Testlauf. Ist schon besser, ne? Die Klamotte. 3,5. Warum denn auch nicht? Damit wir mal ein bisschen anders aussehen, wenn wir demnächst hier wieder rum forschen. Sagen wir es mal so. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Er lädt natürlich ordentlich. Aber ich will mich kurz einmal umziehen. Ja. Können wir mal wieder gucken. Zack. Dann können wir den Rest wegpacken. All das, was wir nicht brauchen, tun wir weg. So, dies hier. Rein in eine Kiste. Sonst sind wir gleich wieder überladen, ne? Was ist denn jetzt noch so schwer? Das ist nicht wirklich schwer, aber das wollen wir natürlich weghauen. Steine müssen in die Kiste rein.
Wir haben jetzt relativ viel Essen dabei. Vielleicht sollten wir das mal alles hier reintun, dass wir ein bisschen was auf Lager haben für die Zukunft. Das nehmen wir mal mit. Die Eier sind relativ leicht. So. Also die gekochten Eier hier sind relativ leicht. 20 Gramm nur. Das wollte ich sagen. So, das kann ich die Knochen mal wegtun. Ja, ich glaube, sonst sind wir hier tatsächlich ganz gut. Ach so, 24 Sachen passen hier noch rein. Da müssen wir dann natürlich was aufleveln noch. Achso, wir dürfen nur bis 450 Meter mit der roten Pfeife. Alles klar. Gut, dass wir schon bei über 1500 oder so waren. Sonst müssen wir hier das nächste Mal weiter aufbrechen. Kann man uns jetzt optisch noch verändern? Was geht denn hier? Kann man sich auch OP-technisch... Achso, man kann alles verändern. Augenfarbe. Achso, alles klar. Ah, das ist jetzt unser... jetzt sehen wir auch die neue Weste. Ist auch ganz cool eigentlich, ne? Den neuen Hut dann vielleicht das nächste Mal auch holen. Aber ich denke, wir bleiben mal so, wie wir sind. Das wäre schon sehr strange, wenn wir uns zu sehr verändern. So, ihr lieben Leute, beim nächsten Mal werden wir dann erstmal fernab von Jiro-Senseis Blick einfach nochmal in die ersten Ebenen gehen und ein bisschen was sammeln, um dann da noch ein bisschen aufzuleveln. Wir sind ja ganz gut dabei. Ich könnte jetzt vielleicht noch einmal bei Skills was nachbessern. Das machen wir vielleicht noch ganz zuletzt. Und zwar dies hier, ne? Das war nicht so schnell. Hungern. Da haben wir das nicht, ne? Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Dann haben wir das. Und ich vergesse das sonst wieder, ne? Ich vergesse das doch schon wieder. Und dann machen wir das nächste Mal weiter an dieser Stelle. Ihr dürft jetzt noch mal ein Like da lassen und einen Kommentar. Das wäre wunderbar. Und dann natürlich abonnieren, falls euch geschehen, die Glocke aktivieren, damit ihr nächstes Mal verpasst und ihr das nächste Mal weitermachen könnt hier bei Mage in Abyss. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.